Was wäre, wenn es eine Heizung gäbe, in der die Zukunft schon eingebaut ist? Entdecken Sie Heizsysteme mit Zukunft. Solide, modular, vernetzt. Budehaus. Denn wenn ein Trommelchen geht, hieß es am Karnevalsamstag auch bei den Herren der IGR-Remscheid in der Halle Hackenberg. Allerdings sind hier natürlich eher die Fantrommeln gemeint. Gegner waren am 16. Spieltag der Rollhockey-Bundesliga die Bisons aus Kahlenberg, welche allerdings ohne ihr spielerisches Herzstück Milan Brandt bei den Röntgenstädtern antrat. Das Hinspiel im Januar ging mit 10:2 ganz klar an die Blau-Weißen. Und auch der Fakt von 9 Siegen in Folge sprach dafür, dass die IGR wohl auch nach dem heutigen Tag das närrische Treiben in vollen Zügen wohl genießen können. Den Beweis, dass man diesbezüglich keine Gefahr aufkommen lassen wollte, blieben die Remschaler jedenfalls keine 3 Minuten schuldig. Nach Foul von Dennis Kuczynski vergibt Jannik Peinke zwar zunächst den fälligen Direkten, den Nachschuss aber schnappt sich Daniel Strieder und vollendet sicher 1:0 der erhoffte Start in die Partie. Und es ging direkt so weiter. 8. Minute. Jannik Peinke sieht, dass Strieder gestartet ist, bedient ihn mustergültig und wieder trifft die 9 der IGR. 2:0. Die Vermutungen schienen sich zu bewahrheiten. Nun dauerte es zwar ein bisschen, aber keine Angst, der nächste Treffer, er sollte folgen. 17. Minute. Jannik Peinke zieht durch, hat Zeit, das Tor anzuvisieren und sorgt ganz locker für die nächste Bude. IGR 3, Kahlenberg 0. Dass Rico van Endung seinem Bruder Joey, der übrigens eine Wahnsinnsleistung ablieferte, in Minute 18 zum 3:1 überwinden konnte, verunsicherte die IGR Remscheid übrigens nicht. Ganz im Gegenteil. Innerhalb von 7 Minuten legten die 6 Treffer drauf. Erst antwortet Daniel Strieder auf den Anschlusstreffer noch in der gleichen Minute mit dem Tor zum 4:1. In Minute 20 schnappt sich Jannik Peinke einen abgewehrten Schuss von Alexander Ober und macht das 5:1. Und wiederum in der gleichen Minute kombiniert sich die IGR durch die Kahlenberger Hälfte und erzielt durch Peinke das 6:1. So einfach kann Rollhockey sein. Und wie versprochen, ging das fröhliche Toreschießen natürlich weiter. In Minute 22 täuscht Daniel Schrieder seinen Gegenspieler, geht vorbei und macht das 7:1. Bevor in Minute 24 durch einen Doppelschlag, zunächst von Alexander Ober per Penalty und dann durch einen feinen Abstoß von Jannik Peinke, das 9:1 markiert wurde. Was blieb nach 25 Minuten also festzuhalten? Der Drops war praktisch jetzt schon gelutscht. Eine famose IGR-Offensive und ein überragender Joey van den Dungen sorgten zur Pause für mehr als klare Verhältnisse in Remscheid-Lennep. 9:1. Was eine Ansage. In der zweiten Halbzeit war dann zu merken, dass die Remscheider ein paar Gänge zurückschalteten. Doch mit dem Toreschießen hörten sie trotzdem nicht auf. Fabian Silbach besorgt in Minute 29 nach Vorlage von Jannik Peinke zunächst das 10:1. Bevor er nach einer fast schon unglaublichen Durchstrecke von 12 Minuten in Minute 41 selber das 11:1 nachlegt. Dass der Treffer zum 11:2 für Kahlenberg durch einen souveränen Direkten von Steffen Leitmann nur eine Randnotiz blieb, dafür sorgten auch die beiden Tore, die das Spiel aus Sicht der IGR letztlich abrundeten. In der 44. Minute antwortet Max Richter auf den Gegentreffer mit dem vollen Dutzend zum 12:2. Bevor Joshua Dutt mit einem schönen Schuss von halb rechts den 13:2 Endstand folgen lässt. Unter dem Strich also ein ganz ungefährdeter Sieg der IGR, die nach diesem Erfolg berühmt Karneval feiern kann. Spätestens nächsten Samstag heißt es dann aber wieder volle Konzentration. Dann kommt es in der Halle Hackenberg zum Topspiel gegen die SK Germania Herrenberg.